Hierzulande gibt es rund 360 Wespenarten, aber nur zwei Arten, die deutsche und die gemeine Wespe, sind lästig. Sie kommen zwar am häufigsten vor, aber dennoch stechen die schwarz-gelben Tierchen nur, wenn sie sich bedroht fühlen. Daher lautet die oberste Devise: keine hektischen Bewegungen, nicht nach den Wespen schlagen und auch nicht versuchen, die Flieger wegzupusten. Hat die Wespe zugestochen, kann es innerhalb kürzester Zeit zu Rötung, Schwellung und Schmerzen rund um die Einstichstelle kommen. In der Regel klingen die Beschwerden nach etwa 24 Stunden wieder ab und das betroffene Areal ist nicht größer als 10 cm Durchmesser. Nach dem Stich heißt es, nicht in Panik geraten und die Einstichstelle kühlen, um so Schmerzen und Juckreiz zu lindern. Auch Hausmittel wie Zwiebel, Zitrone, Essig oder Speichel können als Ersthelfer zum Einsatz kommen. Bitte niemals die Einstichstelle mit einem Mund aussaugen, mahnt der WWF. So gelange das Gift durch die Schleimhäute noch schneller in den Körper. Vorsicht! Wespen können mehrmals zustechen, denn sie verlieren ihren Stachel dabei nicht. Anders ist es bei Bienen. Nach einem Bienenstich bleibt in der Regel der Stachel zurück. Dieser kann vorsichtig mit einer Pinzette entfernt werden, ohne dabei die Giftblase zu entleeren. Hilfe kommt aus der Apotheke. Antihistaminika können als Gel oder Creme lokal aufgetragen sowie als Tablette oder Tropfen eingenommen werden. Ziel ist es, die Histaminwirkung abzuschwächen und Juckreiz und Schwellung zu mindern. Pflanzliche Alternativen kommen beispielsweise mit Arnika, Calendula und kleiner Brennnessel. Wespenstiche können auch mit einem topischen Kortikoid behandelt werden, wenn antihistaminerge und kühlende Präparate nicht ausreichend helfen. Aber auch Wärme in Form eines Stichheilers kann Linderung verschaffen. Diese verfolgen ein physikalisches Prinzip. Somit ist die Methode auch für Schwangere geeignet. Die Hitze soll die Giftbestandteile zerstören. Klingen die Beschwerden nach einigen Tagen nicht ab oder übersteigt die Schwellung einen Durchmesser von mehr als 10 cm, ist eine Arztpraxis aufzusuchen. Bei Stichen im Mundraum sollten Betroffenen statt einem kühlenden Getränk Eiswürfel gereicht werden. Eine Alternative sind kalte Halswickel. Treten Symptome wie geschwollene Zunge und/oder Hals oder Atemnot auf, sofort die 112 wählen. Bei Allergikern heißt es schnell sein und den Notruf wählen. Die Betroffenen haben in der Regel ihr Notfallset dabei. Außerdem sollten Gestochene von engen Kleidungsstücken befreit und bei Atemnot in eine sitzende Position gebracht werden. In einer Schocksituation empfiehlt es sich, die Beine hochzulegen und bei Bewusstlosigkeit ist die stabile Seitenlage zu wählen. Bis zum Eintreffen des Notarztwagens sollten die Vitalzeichen überwacht werden.